Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online mit unserem Cop, dem Anus. Gerade allein im PD. Die anderen beiden, also es sind nur noch zwei da, aber die stehen da draußen. Und wir sind wohl hier jetzt gerade der einzige Rekrut. Deshalb weiß ich nicht, was uns erwartet. Und ich werde das jetzt wieder machen, wie in den letzten Folgen. Zu langer Leerlauf werde ich einfach rausschneiden. Zumindest versuchen, sodass das nicht zu langweilig ist beim Zuschauen. Das Schneiden dauert halt dann ein bisschen, aber sei es drum. Aha. Die sind alle verdächtig. Und nur von einem gibt es ein Bild. Trotzdem alle verdächtig. So langsam trudeln sie nach ein. Und später am Abend, ich weiß nicht, ob ich jetzt in einem Stück aufnehmen werde, aber später am Abend kommen dann auch noch die anderen Rekruten. Da haben wir heute wieder einen Termin. Ich habe aber nicht mehr ganz im Kopf, welcher das war. I don't know. Und was ich festgestellt habe, wenn ihr euch hier Sprung kauft, ist es $1 günstiger, als wenn ihr es im Laden kauft. Zumindest in dem Laden, wo ich war, musste ich $6 für einen Sprung bezahlen. Das ist ja Wucher. Und hier musste ich nur $5 bezahlen. Glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren. Gib mir einen Sprung. Jawohl. Jo. Ja? Ja, hallo Bruder, Kollege Polizeiofficer. Ja, was geht, Mann? Wo bist du? Im PD. Ah, du bist schon am Arbeiten, oder was? Ich hab mich schon angemeldet. Okay. Was muss ich nochmal machen, wenn ich mich, wenn ich mich eingestempelt habe und dann ins Funk komme? Was muss ich dann nochmal sagen? Funkcheck? Muss ich nicht meine Nummer sagen? Meine PD-Nummer 23, check? Du kannst ja sagen, 23 Funkcheck. Ah, okay. Alles klar. Gut. Dann komme ich jetzt mal und parke. Wo hast du dein Auto geparkt? Auf diesem, wo man hochfahren muss zum Parken. Aber da sind noch Parkplätze frei. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann komme ich mal jetzt. Alles klar. Bis gleich. Tschö. Ciao. Entschuldigense. So, jetzt kommt aber alles auf einmal. Wieso hat der auf einmal keine Haare mehr? Das macht mich nervös. Wer kommt denn heute? Kollege? Ja? Wie ist Ihre Dienstnummer? 96. 96, okay. Boah, wir haben ein paar 90er dazu bekommen. Jetzt bin ich nicht mehr der Einzige da oben. Ja. Ja, die 23 kommt auch gleich. Herr Norus, ne? Ja, ich bin, genau, Norus. Oder Herr Scheion. Nee, Norus. Herr Norus. Schappi, wer kommt gleich? Bis jetzt noch gar keine. Ich lese mir gerade die Bewerbung durch und probiere ich nochmal zu erreichen. Welches ist es? Oh, moin. 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 Alles gut? Ja. Da war mit der Stimme los. Ich weiß es nicht. Hast dich bestimmt beim Hühnchensammeln neulich erkältet, ha? Nee, ich glaube, ich werde erwachsen. Das ist Stimmbruch. Jetzt hat zu viel gesungen. Ich glaube es auch, ey. Habt ihr euch in die Kontaktliste eingetragen? Nee, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich muss das nachher machen. Kontaktliste? Also, ja. Du meinst wegen Telefonnummer und so. Genau. Ja, das habe ich schon gemacht. Ja. Gestern schon. Ich
gebe ihm das mal erklären, das ist ja ganz einfach. Also wenn du das öffnest, ne? Ja. Da sind so unten an der Seite sind so Reiter. Und da gehst du auf Kontaktliste. Warte mal, ganz. Also diese E-Mail von gestern, ne? Die letzte E-Mail von gestern, genau. Bei mir habe ich aber keine Reiter unten. Ich habe nur oben allgemeine Daten, Archive, Fallakten, Karte. Übungsakten, Ausbildung, Akten von Mitgliedern und sonst habe ich links noch Ablage. Zuletzt markiert Papierkorb, Sicherung, aber ganz unten habe ich nichts. Also, hast du für mich freigegeben, ne? Genau, für mich freigegeben. Dann LSPD. Gehst, genau, LSPD. Ja. Genau, und dann habe ich noch, wenn ich da jetzt so drauf gehe. Dann gehst du auf LSPD internes System. Warte. Innerhalb von LSPD suchen oder was? Nee, LSPD internes System heißt das. Da musst du drauf gehen. Das habe ich nicht. Wie, das hast du nicht? Das habe ich nicht. Guck mal, du hast doch für mich freigegeben. Genau, und daneben steht ein Pfeil. Und dann steht da LSPD. Und da kannst du draufklicken, ne? Genau. Aber da habe ich nichts mit. Dann steht da allgemeine Daten, Archive, Ausbildung, Ermittlungen, ab Sergeant, Fallakten, Karte. Nein, das steht bei mir nicht. Okay, dann das haben. Okay, dann musst du Bescheid sagen. So, und jetzt habe ich. Habe ich hier ein Bild. Da steht oben für mich freigeben, LSPD, da steht allgemeine Daten, Archive, Fallakten, Karte, Übungsakten, Ausbildung. Drunter steht Akten von Mitgliedern, Fuhrpark, LSPD-Wunsch, LSPD-Fallaktensystem und LSPD-internes System. Genau, das sage ich ja. Internes System. Ah, okay. So. Okay, da bin ich jetzt drauf. Jetzt habe ich diesen grünen Bildschirm. Jetzt gehst du ganz runter und da ist Kontaktliste. Ach, da, die Reiter, alles klar, okay. Okay, und was trage ich da jetzt ein? Ganz runter scrollen? Vorne, also Nachname vorne, also ja, unter mir quasi. Die 10 und die 96 für Leitstelle kommen. 96 kommen. Wir können eine Streife bilden, zusammen mit der 10 kommen. So verstanden. Du, ich muss los, ne? Ja. Das ist richtig gut. Und schreib ihm nur mal eine Mail zurück. Ah, nee, warte. Text und. So. Entschuldigung, ich habe dir 23 noch erklärt, wie sie sich einträgt in den Kontakt ist. Alles gut. Alles in Ordnung. Und alle Bock, hochmotiviert? Immer. Ja. Ich nicht mehr. Okay. 42 vom Check.
Check. Wegen der Sache vorhin? Nee, weil ich schon seit 12.30 Uhr da bin. Ah. Ja, aber eine lange Nacht. Ja, ich hatte eine kurze Nacht. Aber so ist das, ne? So ist das. So. Was wir jetzt machen, wir holen jetzt ein Auto raus, was konfisziert wurde. Ja. Nicht abgeschleppt, sondern konfisziert. Die sind immer bei der Dame. Okay. Und wenn dieses Auto, wenn wir das dann haben, müssen wir das dann durchsuchen. Dazu werden wir gleich mal den betreffenden Herrn anrufen. Okay. Moment, einmal gucken. Auf was für einen Grund wurde das konfisziert? Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Hängt mit einer Akte zusammen tatsächlich. Habe ich keine Einsicht mehr drin. Aber es ist auf jeden Fall freigegeben. Nicht erreichbar. Das ist gut. Okay. Dann hat er Pech. Dann muss er nachher wieder kommen. Okay, das war jetzt Bescheid geben, dass wir den Wagen durchsuchen, oder wie? Genau. Er muss den aber aufschließen. Das heißt, er muss mit herkommen. Nur, der war vorhin da, kurz bevor ihr kamt. Ja. Hab gesagt, ich kümmere mich, jetzt ist er nicht mehr da. Ah, okay. Können jetzt hier dann nochmal 3 Minuten warten, vielleicht ist er pinkeln. Ja. Sonst hat er Pech gehabt. Kurz zur Abklärung, wenn wir uns vorstellen, können wir euren Namen sagen oder eher lieber nur PD-Nummer? Eure Sache. Dann. Ja, das sollen wir ja immer abklären mit der Streife, deswegen. Hm. Also, ihr könnt euren Namen sagen, ich bleib bei meiner Dienstnummer. Ja, ich bleib auch gern bei meiner Dienstnummer. Hä, hey, sollte man nicht alle 93 sagen? So habe ich das gelernt. Nein, es geht nicht um den Funk. Es geht darum, wenn wir jetzt angenommen... Funkcheck. Notruf LSPD, Es geht darum, wenn wir jetzt angenommen, jetzt wenn der Check. Herr jetzt kommt hier zu Fuß, ne? Ja. Also, und der müssen wir uns ja mit der PD-Nummer vorstellen. Wir können den Namen sagen, müssen wir aber nicht. Aber die PD-Nummer müssen wir sagen. Ja, nee, war ein Witz, wegen der 93... Ach so, ja, jetzt ist okay, jetzt ist schnell. Alles klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Alles klar. Check. So. Ja, wir können ins PD. Gib die Leitstelle ab, das wird zu viel. Okay. Ich versuche den jetzt noch einmal anzurufen, dann holen wir ab. Gut. Muss ja später wieder kommen, hat er Pech. Okay. Alles klar. Macht einen riesen Stress, einen riesen Aufriss. Sofort und dann abhauen. Dann will er sein Auto doch nicht haben. Nö. Beschwert sich, dass er seit 2 Wochen Taxi fahren muss. Einige Leute sind so. Tja, persönliches. Nee, ich meine, ohne Grund wird man ein Fahrzeug Funk nicht. Check. Moment, Funk. Check. Info für die Neuen, wenn ihr Funkcheck macht, davor eure PD-Nummer noch angeben. PD 23, check. Ja. PD 94, Streife 1. Check. Streife 1 für PD. Check. Top Schilder, ne? Der war anhalten. Oh, ja, oh, knapp hier, oder? Ich liebe Stoppschilder einfach. Ja, aber ich merke ich. Ihr werdet mich anhalten, privat, 100 Pro. Ja, da kommt kein drumherum, ne? Ob nun nicht im Dienst oder in. Gleichfalls, ne? Erschaffen. Ja. Ja, richtig. Ich weiß, ich bin auch so ein Kandidat, der gerne mal über Stoppschilder. Ja, ich weiß. Sind wir bei mir alle? Ist es immer so, wenn ich im LKW sitze, sehe ich die immer nicht. Weißt du, diese kleinen sind Schilder. Genau, ich habe auch das Problem. So ist das. So, ich gebe einmal die Leitstelle ab und dann lasse ich mal neuen teilen. Okay.
Hallo. Hey. Moin. Mag jemand von euch die Leitstelle nehmen? Gehst du aus? Halt? Nee. Tag. Moin. Moin. Winke, winke. Er muss da warten. Ansonsten fragt er mal da hinten. Geh mal nochmal zu dem Typ, vielleicht hat er dir die falschen Waffen gegeben. Alles klar. Ah, doch nicht. Gecheckt, ja. Alles klar. Ja, alles neu. Oh. 93 übernimmt die Leitstelle. Warte, für dich habe ich auch. Was denn? Ja, warte. Oh Gott, jetzt verteilt der echt an jeden Lutscher. Verteilt sich doch mal ruhig, Mann. Du bist selber ein Lutscher, verteilt immer Lutscher. Alles verraten muss. Solltest du mir Sorgen machen, dass mir hier einer Süßigkeiten anbietet, weißt du? Herr Norus? Ja, bitte? Hier gebe ich. Wir müssen aber nicht so laut schreien. Oh, okay. Meine Ohren. Die haben ein lautes Organ. Ja, damit fängt auch gerne an zu singen. Das ist ein bisschen schlimmer. Was denn? Besser? Ist meine Stimme jetzt sanft und angenehm? Ja. Ja. Ja, aber du musst nicht singen. Sag nochmal was, bitte. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gex. 7, 8, gute Nacht. Mhm. Was machen wir heute nachher? Um 20, 30 nochmal? Ich glaube, das war die Leitstelle. Einstellung, Leitstelle, Einstellung oder wie, Einteilung, wie auch immer. Ausbildung. Und das mit dem, was du mir gerade gezeigt hast. Für die, die das noch nicht haben. Okay, und das war aber nur die Telefonnummer in die Kontaktliste eintragen oder war da noch? Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass da noch ein bisschen was kommt. Also, hey, ich hab's. Wie man die Leitstelle übernimmt und wie man den Anruf entgegennimmt und sowas. Ah, okay. Das heißt, wenn wir jetzt mal alleine sind. Da ist keiner da und wir sind hier die einzigen, No-Names, sag ich mal, weil wir nicht raus dürfen, dass wir wenigstens die Leitstelle übernehmen dürfen. Die kleinen Noobies. Genau. Hey, na? Hallo. Hallo. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass die Sprung hier in Dollar günstiger ist als an der Tankstelle? Ja. Nein, die Sprung ist hier auch noch viel kälter als an der Tankstelle. Das noch. Ja, richtig. Aber nicht, dass es Hirnfrost gibt. Ach, Quatsch. Das haben nur Amateure. Wie gut, dass ich noch nie Hirnfrost hatte. So, wir hauen wieder ab. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Wer wurde jetzt nicht eingetragen? Verbrecher einfangen. Ja, hoffentlich. Irgendwann mal. Oder wir fangen die Leute, die am Stoppschild stehen bleiben. Ja, oder die, die wieder richtig parken. Ja. Ja. Ich parke mal ordnungsgerecht. Man erinnert sich an meinen Pounder am Stadtpark. Lassen Sie uns nicht drüber reden. Aber da hatte ich wirklich kein Benzin. Das war die Wahrheit. Natürlich. Ich musste echt einen Kanister nachnehmen. Das kommt, weil wenn ich immer fahre, ich achte echt auf meinen Tank. Da müssen wir übrigens alle drauf achten. Ich habe das in einer Woche gehabt, dass ich hier fast jeden Tag für 600 Dollar die Karre tanken musste. Mach ich nicht mehr. Gestern habe ich noch daran erinnert. Reingekommen habe ich gesagt, fahr doch gleich tanken. Hm. Ja, das ist. Ich bin da kein Kameradenschwein, aber wenn ich jedes Mal von meinem Geld tanken muss, wird's nervig. Nächste. Ja. Ja. Ja, perfekt. Beim Dispatch angehaltenes Fahrzeug. Rechts. Oh ja, okay. Nee, warte, das ist der obere. Das ist der obere Dispatch, genau.
die kommen aber klar, glaube ich. Okay, und das da vorne ist ja schon. Also da, jetzt würde ich quasi... Genau, kannst du das Handy schon aushelfen. Alles klar. Moment, nur Streife 1, Code 1, Sandy Shores, ja? Perfekt. Streife 1, Code 1, Sandy Shores. Check. Und dann das auch im PDA einmal aktualisieren. Das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Oh. Ich glaube, ich sitze sogar hinten. Ach du, meine ersten Tage waren auch alles gut. Ja, schwierig ist das halt mit dem PDA gleichzeitig und Funken und... Warte mal ab, wenn du Leitstelle machst. Die ersten zwei Tage sind anstrengend. Ist die Leitstelle dann durchgehend am Fahren? Oder? Nein. Ab 7 Polizisten kann auch die Leitstelle im PD verbleiben. Aber du nimmst halt Anrufe an, koordinierst die Streifen, wo sie hin sollen, nimmst die Dispatches an, schickst die Streifen entsprechend hin. Hast dann noch die Leute, die ins PD kommen und bearbeitet werden möchten und so weiter. Also das ist schon... Ja, ist anstrengend, aber ich bin eher gerne die Außendienst. Ich bin nicht so gerne im Büro. Aber das ist, glaube ich, auch... Also jeder muss irgendwie alles machen sowieso. Ja, genau. Ja. Und gerade die, die sich so ein bisschen von der Leitstelle drücken wollen, werden sie am Anfang des Öfteren mal kriegen, weil damit man diese Angst verliert. Gibt es hier in Sandy Shores eigentlich Hotspots? Ja, gibt es. Meinst du mit Hotspots? Naja. Ja, so interessante Orte. Achso, ja, gibt es. Ja, gibt es. Ja, gibt es. Soll ich dir mal einen zeigen? Ja, also generell so Orte, an denen man, wenn man dann mal auf Streife fährt, vorbeifahren sollte. Ja. Boah, nicht angehalten, jetzt muss ich dich anhalten. Ja, ja. Ja, dann pass auf, ich zeig dir einen Ort. Ja, muss aber aufpassen, da ist ein Tiger, der läuft das rein. Ist das eine gute Strecke für dieses Auto? Glaub mir, ja, wenn, ja. Das könnte jetzt ungefährlich werden. Könnte es eigentlich durchfucken, wo wir sind. Weiß nicht, wo wir sind. Ich würde es einfach Plantage nennen. Warte mal. Streife 1 für Leitstelle kommen. Warte mal, ich mach mal. Hört sie, kommen sie? Sind sie aktuell verfügbar, kommen? Check. Fahren sie einmal über den Osthighway das Tattoo-Studio oben in Palete Bay an. Dort wurden Schüsse gemeldet von einem schwarzen Auto mit roten Streifen und Spoiler. Kommen. Check, unterwegs. Streife 3 fährt auch an. Check. Eine weitere Information zu dem Fall. Vor Ort ist die MacDuden. Die haben wohl einen Drive-By auf das Tattoo-Geschäft gemacht. Ende. Oh Mann. Das war das Auto mit schwarzen Streifen, richtig? Ja, ja. Okay. Gibt schon nähere Informationen, was für ein Fahrzeug das ist, komm. Negativ, ein schwarzes Auto mit rotem Streifen, rotem Heckspoiler. Ich gehe von einem Sultan aus. Check. Streife 1, Ankunft in 2 Minuten. Check. Das heißt, wenn die andere Streife von unten kommt, dann wirst du dir ja irgendwie uns entgegenkommen oder den anderen? Na gut, jetzt können wir den Tunnel nicht einbringen, das ist halt das Problem. Ja. Aber ich achte mal drauf, ich guck mal nach hinten. Lass uns da erstmal hin, gucken. Ja, Tunnel war nichts zu sehen. Wichtig ist auch bei der Frau McGrune, also das vierte Studio insgesamt. Oh, das war knapp. Ich hasse den Buffalo bei Regen. Fahrt niemals den Buffalo bei Regen. Oh, der macht Spaß. Nee. Doch. Mhm. Fahr den gern. Aber nicht bei Regen. Doch. Gerade bei Regen. Der rutscht ja schon. Ja. Ich bin Streifenwagen schlecht, wenn er nur rutscht. Aber wenn man damit umgehen kann, geht's. Ja, ja. Streife 1, Ankunft. Check. So. Also, Update, Status, was ist passiert?
Ja, die stand hinterm Tresen, war gerade meine Rückführung am machen und da kamen aus dieser Richtung Schüsse direkt hier in den Laden rein. Also so oft wie die Schüsse hier eingeschlagen sind, sehen sie auch an der Scheibe, ist alles zerdeppert, war es ja. Ein komplettes Magazin. Ich habe mich dann hinterm Tresen geduckt. Kurz danach ist ein Fahrzeug und es kam da aus der Seitengasse raus. Schwarz, rote Streifen, rote Unterbodenbeleuchtung, Heckspoiler. Hat noch kurz angehalten, hat gehupt, das war eine auffällige Hupe, keine normale, und ist dann Richtung East Highway runter. Was für ein Auto hast du nicht? Weiß ich leider nicht, müsste ich, keine Ahnung. Warte mal, du hattest das gesehen. Streife 1 oder 1? Nein, wie gesagt, ich habe hinterm Tresen nur kurz hochgeguckt, wo ich das Hupen gehört habe und Schüssen dadurch konnte ich das Auto sehen. Auffällig gehupt. Eine sehr markante auffällige Hupe. Es war ein schwarzes Auto. Fluchtrichtung ist über Unterbodenbeleuchtung in Stadt. Können wir überall sehen. Es war definitiv was Älteres, also nichts, also Muscle Car würde ich auch sagen, nach dem Motorengeräusch zu urteilen. Okay. Verletzt ist keiner von euch? Nein, ich war alleine im Laden, alles gut. Warte, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich muss aber... So Sultan-like, aber ich glaube, ein bisschen spitzer. Das war sowas wie ein Würgen, weniger vom Aufbau. Vom Aufbau her war okay. Ja. Du hast es besser gesehen, also sie scheint es irgendwie unterwegs gesehen zu haben. Wie gesagt, ich habe nur hinterm Tresen vorgeguckt. Weiß Phil Bescheid? Wo bin ich gerade schauen? Phil war auf dem Weg hierher, den habe ich sofort angerufen, dass der umdreht und dass er runter zum Autohaus fährt, dass er in Sicherheit und unter Leuten ist. Okay, Phil weiß Bescheid schon. Achso, jetzt wollte ich gerade Travis anrufen. Braucht er nicht drauf hin. Nee, der soll bleiben, wo er ist, unter Leuten da unten. Wie gesagt, bitte? Ich brauche ja auch nur ein Telefonat für ihn. Sie sehen ja selber, was hier steht. Ja. Hi Travis, tu mir mal einen Gefallen, pass auf dich auf, ja? Kommt schon mit seinem Griff hier. Da halt die Augen hoch und sei ein bisschen vorsichtig. Danke, tschüss. Ja. Komm mal kurz, bitte. Ja. Ich schicke mich jetzt einfach mal kurz ein. Streife 2, Status, Standort, kommen. Hola. Hi. Huch. Geht was los? Streife 2 immer noch beim Einsatz, östlich der City Lala. Jack, dann tragen die dies auch so ein. Ende. Check. Streife 1 mit einer allgemeinen Information könnte sich um das Fahrzeug handeln, Marke Phoenix. Wurde hier gerade vor Ort so bestätigt. Check. Somit hätten wir einen schwarzen Phoenix mit roten Streifen. Bin mal ganz kurz auf der anderen Seite. Streife 2 mit einer Nachfrage: Rallye-Streifen oder Seitenstreifen? Rote Seitenstreifen. Check. Oh, Abflug. Tschüss. Da drüben steht Travino. Streife 1 nimmt Streifen, die sich auf. Diese, was meckert jetzt so wieder ein Regen? Die meinten auch, dass der eine ganz besondere Hupe hatte. Ja. Ja. Und ich wollte gerade sagen, der ist nicht auf dem Ost Highway weggefahren, sondern der ist hier weggefahren. Ja, das wäre der West Highway. Das ist halt immer. Ja, ja, das habe ich aber auch nur mitbekommen, weil der Billy das sagt, dass der hier gegen kam. Weißt du, wo wirklich viele rote Autos stehen in der einen Garage? Oben beim Tattoo-Studio. Da stehen in der Garage viele rote Autos. Ja, ich habe jetzt gehört, das soll ein schwarzer Emperor gewesen sein. Also, sehr verwirrend. Ja, das ist immer merkwürdig. Das ist das Problem, wenn jeder was anderes gesehen hat. Ja, richtig. Deswegen sollte man auch nur die fragen, die da vor Ort waren. Genau.
Aber wenn er will ich sagen, wir haben den gesehen und in dem Moment, ja, genau. wo man halt, wo was passiert und da jemand irgendjemand entgegenkommt, heißt es denn, der war's und wollen die da gar nicht was machen. Deswegen habe ich mich auch einzig und allein auf JJ jetzt konzentriert, weil sie von Anfang an dabei war. Ja, richtig. Aber das ist immer schwierig. Wenn die so viele Leute haben, kann es sein, dass die das nur gemacht haben, um die Leute von irgendwo wegzukriegen? Nein. Nee, das glaube ich nicht. Weil nein, du darfst nicht vergessen, nein, kann ich dir... hat A mit Glauben nichts zu tun. JJ McDougan ist die Frau von Phil McDougan, einem seriösen Autohausbesitzer. Driver's Paradise nämlich. Des Weiteren ist sie ausgebildete Medizinerin und war beim Medical Department tätig. Das sind dazu Hintergrundinformationen, die man wissen sollte. Des Weiteren gab es da in der letzten Zeit sehr schwierige Bedrohungsfälle. Es gab eine Entführung. Die Frau McDougan, kann ich euch sagen, hat eine Fußfessel getragen und hat auch mit uns ein Notfallkennwort vereinbart. Also gerade da, das ist keine Lockerung oder so, das ist wieder so eine typische Racheaktion oder so eine... Nein, ich meine... Das ist durchaus ernst zu nehmen. Ich meine, ich meine, dass die Leute, die geschossen haben, vielleicht, die wollten, dass die ganzen Leute, die die haben, hier in den Norden kommen und da vielleicht im Süden fehlen. Das wäre ziemlich weit hergeholt. Gerade aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, ist das sehr naheliegend, dass da einfach mal wieder so ein typischer Fall von Bedrohung oder Rache zu tun hat. So denkt die Straße, das muss man wissen. Man sollte sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Drive-by starten, weil Drive-by ist immer so, du schießt und das Auto fährt weg. Das heißt, die Personen, die jetzt da dann oben sind, würden im gegebenen Fall auch losfahren und suchen und werden dann auf den Straßen Streife 2, Code 1, Davis. Und die werden aussuchen. Sag ich dir, wie es ist. Ja, richtig, die machen sich auch gleich alle auf die Suche. Aber die JJ hat halt viele Freunde und die machen sich auch alle Sorgen, gerade weil das alles passiert ist und ihre Freunde wissen das. Und natürlich stehen dann nachher 20 Leute vom Tattoo-Laden, weil ihre Freundin angegriffen wurde. Das ist ja ganz klar. Ja, es ist immer nur doof, wenn die ihn zuerst erwischen, weil die dann halt dummerweise auch eine Straftat begehen, wenn sie es halt nicht melden. Das ist das einzige Blöde immer daran. Ja, aber was wir nicht wissen, können wir nicht verfolgen. Und das ist halt... Ja, das ist richtig, aber du weißt, was ich meine, ne? Natürlich. Es wäre natürlich besser, wenn die ihn erwischen. Das ist richtig. Fahren wir jetzt Richtung PD, oder? Ja. Soll ich das durchgeben? Ne? Gib mal durch, Streife 1, Code 1, der Piero. Immer nur da, wo wir sind, nicht wo wir hinwollen. Streifer 1, Code 1, Del Perro. Jack,